Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Ich bin heute nicht alleine, ich habe Olli dabei. Moin. Und ja, wir spielen heute weiter Little Nightmare. Und ich bin mal gespannt, wie es mit Langarm Joe weitergeht. Ich Du auch. hast den letzten Part noch gar nicht gesehen, ne? Den siebten? Den achten. Nee, ich glaube, den siebten habe ich zuletzt gesehen, ja. Was kommt da jetzt an? Aber ich kann ja schon mal spoilern. Okay. Der Part kommt ja nach dem 8. raus. Ja. Nachdem wir Langarm Joe, eher gesagt, nachdem Langarm Joe nicht mehr Langarm Joe ist, haben wir gute Chancen zu Ach so, flüchten. okay. Da sind seine Arme drin, oder? Oha. Entschuldigung. Was hat das eigentlich mit den bisschen. ganzen Schuhen auf sich? Ich weiß es nicht. Ich würde das gern. Da hinten ist wieder Oh Mike. nein. Mikey Man. Du hast aber keine Schuhe an. Nee. Boah, der hat da bestimmt ganz viel Fleisch oder so drin. Ich glaube, das sind alles Leichen hier. Glaubst du? Na stimmt, haben sich auch viele Hangen und so, ne? Ich habe schon wieder Hunger. Oh, die ist doch nur. Hier liegen noch ein bisschen was zu essen. Echt? Da ist doch noch voll viel dran. Ja, ist wahrscheinlich eher. Ja, Ratten sind da. Pass auf. Mach sofort. Ich versuche nicht reinzulaufen. Ganz viel Kleidung. Das klingt so, als ob sich irgendwo eine Ratte verfangen hat. Ja. Boah, uns geht's gar nicht gut. Die Arme. Kannst du dir helfen? Ich glaube, ich kann die essen. Nein. Sie greift schon so. Alter, was ist das für eine Bestie? Was man nicht alles tut, wenn man Hunger hat. Und vor allem hat sie dann nur einmal reingebissen. Und vor allem, sie hat kein bisschen Rot an dem Gelben. Musst du auch erstmal schaffen. Ich sehe noch nicht mal ihr Gesicht. Oh. Ich glaube, dass hier. Soweit hatte ich schon gespielt. Das hier der Digge. Dass der vielleicht irgendwie das Pferdefleisch auch irgendwie in die Lasagne gepackt hat. Meinst du Mikey? Ja. Ja, kann sein, dass Mikey das Pferdefleisch in die Lasagne getan hat. So wie das hier aussieht. Müssen wir ihn mal fragen. Muss ich bestimmt schieben. Ja, wieder Schuhe Oh. unter, ja. Stimmt, hat man das Oh nicht oh. sogar mal im Trailer vom Spiel gesehen mit dem dicken Koch? Ich weiß es nicht. Ich Oder war glaube, das so was Ähnliches? ich glaube in der Preview. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Mikeys Gebiet. Muss man da nicht ganz sich auch an den vorbeischleichen später und so? Ja, Ja. das habe ich gesehen. Hier ist Mikey. Mikey. Die Augen wurden eins zu eins übernommen. Die Haare passen auch. Ja. Nachdem man sich die Haare geschnitten hat. Oha. Oh. Hier riecht's nach Fisch. Oh, aber seine Füße auch. Das ist doch widerlich. Das ist ein Tischdorn. Oh nein. Den Husten hat er auch von Mikey. Ja. Wenigstens haben sie es realistisch gehalten, dass er sich nicht. Ih, der Typ ist voll eklig, Dass er sich Mann. nicht bücken kann. Das sah so aus, als hätte er eine Maske auf. Weißt du? Geh schnell da Gerade. drunter. Oh, scheiße. Er hat wahrscheinlich lange am Joe gegessen. Mit seinem Schwabbelpo. Ih, da hat er die Mettwurst in der Hand. Ja. Geil. Der steckt sich bestimmt in den Ofen dann, wenn er dich hat. Das wird Kann aber nicht ich. passieren. Hä, aber macht der jetzt da weiter? Und nicht bei seinem Ich glaube, Fleisch? er geht außen rum. Nee, er ist jetzt beschäftigt. Also ihn kann man nicht übersehen eigentlich, das ist. Hier, genau.
Ah, er hat doch Schuhe an. Ich dachte, er sieht den Wichtel da hinten nicht. Oh, die sind ja eigentlich versüßt. Ich kann immer nicht glauben, dass du einen da runtergeworfen hast. Hab ich gar nicht. Ja, doch, hast du. Oh. Da waren gerade ein paar Frames-Einbrüche. Du brauchst einen Schlüssel. Was? Du musst da wahrscheinlich hoch, oder? Mhm, ich glaube auch. Da ist noch eine Lampe. Schnell. So, wir wissen nicht. Das ist unser Stuss. Dinosaurier oder was? Klang echt so, ne? Mikey! Komm und hol mich. Wie ist er da oben rangekommen mit den Fischen? Der Blick. Ich hoffe, ich fall hier echt nicht runter. Wie du weißt, ist auf einer Linie laufen nicht meine Stärke. Und vielleicht muss über dieses Rohr da, wo seine ganzen Küchengeräte hängen. Ich glaube, ich muss jetzt richtig risky rüberspringen. Nee, ich glaube nicht. Oh. Du lebst noch. Okay, alles gut. Und hier oben soll der Schlüssel sein, oder was? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Da kannst du wahrscheinlich wieder hoch. Ey, ich in dieser Küche will ich auch nicht arbeiten wollen. Das wird doch alles so heftig stinken. Boah. Ja, und noch höher, damit ich vielleicht, wenn ich runterfall, gar nicht mehr existiere. Oh, wo bin ich hier denn? Für zwei Leute gleichzeitig. So wie wir das in der Schule immer gemacht haben. Oh Gott, das Bild. Richtig cool. Ist sie das vielleicht? Die Kleine hier? Ja. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen gruselig. Oh ja. Sieht erst aus wie ein Typ, ne? Kann ich hier wieder raus? Anscheinend nicht. Nee. Die Seife aber nicht aufheben. Das haben wir gelernt. Ich wollte gerne noch gucken. Ich glaube, da kommen wir an der Seite noch weiter. Ich krieche immer. Ich habe irgendwie Angst, dass... Oh, können wir hier rein? Nee, ich glaube, so hoch können sie nicht springen. Nee. Die Augen wieder. Die Augen sind das Wichtigste irgendwie von denen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, den Geräuschen zu folgen. Das sind ja wahrscheinlich nur die Wichtel, oder? Wie schnell ist er da hingekommen? Das ist nicht der Dicke. Wer ist denn das? Was ist das? Muss denn auf dem Bauch springen? Doch, das ist der Koch, oder? Nein, ich glaube, das sind Zwillinge. Ja, stimmt, die haben ein Doppelbett, doppeltes Klo. Pass auf, nicht, das fliegt bestimmt runter. Genau. Wo muss jetzt hin? Scheiße, ich weiß es nicht. Da auf dem Tisch, glaube ich. Auf dieses Bretter. Guck mal, das Bild ist einer. Ja, das sind Brüder. Ja. Deswegen haben sie auch Doppeltoilette, aber wie wollen die beiden Dicken dann nebeneinander sitzen? Ich hätte die... Oh. Als ob der dich gesehen hat. Ja. Oh, fuck. Werf ihn ab. Werf ihn, versuch mal abzuwerfen. Schade. Brauche Husten. Du musst bestimmt versuchen, wie auf die Tür und dann da hoch, weil ich glaube, das macht. Kann ich mich hier zur Seite hangeln? Glaubst du, dass du dahin musst? Wo ist er jetzt hin? Ja. Tür ist offen. Nee, ist sie nicht. Mm-mm. Ja, ich muss die gleich aufmachen. Ich hab echt Angst, ne? Hörst du ihn? Nee, ich höre kein T-Rex.
Da kommst du wahrscheinlich. Oder kommst du da ran? Das sieht ja aus, als ob du da drauf kommst. Oh. Ich sehe hier schon mal, dass es zwei sind. Ja. Als ob ein. Wir brauchen noch einen Namen für den anderen. Oh. Wir sind wieder unten. Wir sind wieder in der Fischküche. Wahrscheinlich sind die jetzt beide nebeneinander und hacken da das Fleisch. Ich glaube, wir sind echt im Kreis gelaufen.